Hallo und herzlich willkommen im Wald. Leider sind jetzt die letzten Stechmücken für diesen Sommer scheinbar alle gerade zeitgleich bei mir. Deshalb, wenn ich hin und wieder diesen hier mache, bitte nicht wundern. Kurzes Video zum Thema Gefahr durch Wolf und Wildschwein. Also die beiden potenziell gefährlichen Tierarten, die wir im deutschen Wald halt eben haben. Mir ist nämlich eingefallen, seit ich mit diesen Streichhölzern hantiere, dass die tatsächlich auch in Verwendung als Wildabwehrmittel durchaus nützlich sein könnten. So, es ist nämlich so, dass Folgendes passiert, wenn man zwei von diesen Dingern auf einmal anzündet. Das weiß ich selber noch nicht, habe ich noch nie ausprobiert. Würde ich jetzt aber gern tun, wenn ich dann die beiden finde, die ich eben schon aus der Dose genommen habe. Da sind sie. So, ich vermute nämlich, so meine Hoffnung, dass diese Streichhölzer, weil sie, wenn man sie einzeln anzündet, schon wirklich extrem viel scheiße stinkenden Rauch, der überhaupt nicht lustig ist, wenn man ihn einatmet, produzieren. Zu zweit noch mehr scheiße stinkenden Rauch, der überhaupt nicht lustig ist, wenn man ihn einatmet, produzieren und halt auch erheblich mehr Feuer als einzeln. So, meine Hoffnung ist also, dass wir mit diesen Streichhölzern tatsächlich eine sehr kleine, einfach mitnehmbare Möglichkeit für in die Tasche stecken, im Wald dabei haben können, um uns mal kurz eben eine kurzfristige Handfackel zu bauen, die aufgrund wirklich der enormen Rauch- und Gestankentwicklung potenziell durchaus geeignet sein könnte, um irgendwelche bösen Wildtiere abzuschrecken. So. Theorie, hinterher noch mehr, jetzt erstmal zur Praxis. Bin hier selber gespannt, was da abgeht, wenn man da zwei gleichzeitig. Ja, boah, okay, die brennen extrem schnell ab auf diese Weise und haben jetzt eine riesige Rauchwolke hinterlassen. Also ich kann das jetzt auch gegen den Wind noch ein bisschen riechen. Und das mit meiner menschlichen Nase. Das hatte ich mir jetzt ein bisschen länger vorgestellt. Das macht aber nichts. Es geht nicht darum, dass man jetzt wirklich ewige Zeiten mit einer Flamme in der Hand rumlaufen kann und dann quasi damit wedeln und auf den Wolf einprügeln, weil es sind ja bloß Streichhölzer. Worum es mir geht, ist, jetzt machen wir schnell mal noch eins, die sind zwar teuer, aber wenn sie alle sind, sind sie alle. Worum es mir also primär geht eigentlich, ist einfach die enorme Rauchentwicklung und der Gestank, den die Dinger erzeugen. Weil grundsätzlich haben alle Tiere, insbesondere die Tiere, die jetzt nicht wegfliegen können, wirklich Angst vor Feuer. Und ja, man kann sie auch ganz gut erkennen mit der einzelnen Variante. Und die erzeugt auch schon eine ganze Menge Rauch. Stinkt wirklich bestialisch. Und sämtliche Tiere, die für uns potenziell gefährlich werden können, haben eine erheblich feinere Nase als wir. Die werden das also, wenn sie uns gegenüberstehen, wenn sie sich wirklich uns nähern, definitiv dann riechen, wenn wir das hier anzünden. So, das Schöne jetzt bei der Pyrotechnik-Methode, um das Wildtier wieder loszuwerden, ist meiner Meinung nach, dass sie nicht als aggressive Handlung aufgefasst werden wird. Die können nämlich nicht zuordnen, die Tiere, dass jetzt der Kerl, der da jetzt im Wald steht, plötzlich aus dem Nix Feuer erzeugt. Und vor Feuer haben sie in der Regel Angst. Das heißt jetzt nicht, dass das funktionieren muss, dass jetzt der Wolf oder das Wildschwein Reis ausnimmt, wenn ihr jetzt beispielsweise sehr große, sehr stinkende Streichhölzer abbrennt. Nur beispielsweise. Es gibt auch diverse andere, sagen wir mal, pyrotechnische Sachen, die man da anzünden kann, irgendwelche Handfackeln, sogenannte Bengalos, Seenotrettungsfackeln, das ist, glaube ich, so noch das Effektivste, wenn man die auch gut in der Hand halten kann. Und ich sage es mal an dieser Stelle gleich mal vorneweg, wenn man schon mit so sehr stark, sehr heiß, sehr rauchend brennenden Utensilien im Wald hantiert, dann sollte man schon warten, die in der Hand halten, bis sie abgebrannt sind, bevor man sie in den Wald schmeißt, weil sonst gibt es doch mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit einen Waldbrand. Macht ohnehin mehr Sinn, das Ding bei sich zu behalten, da wo der Wolf oder die Wildsau als allerletztes hin soll, als es irgendwo hinzuschmeißen, weil
dann ist die Fackel da drüben und du bist hier und bringt dir nichts. Ne? Wäre also doof. Wegwerfen. Möglichst in der Hand behalten, solange es noch brennt. Gut. Worauf ich hinaus möchte, das kann nicht als aggressive Handlung wahrgenommen werden. Oder sollte es zumindest nach allem, was irgendwie logisch dafür spricht, sollte das nicht dazu kommen, dass es als aggressive Handlung wahrgenommen wird. Denn mit dem Stock wedeln, schreien, auf das Tier einstürmen, mit dem Messer drauf losgehen und alle anderen schlechten Ideen, die man so haben kann, die vielleicht die allerletzte Möglichkeit sind und unter ganz, ganz, ganz gewissen Situationen vielleicht, sage ich mal ganz vorsichtig, ein gewisses Maß an Sinn ergeben, ist die beste Idee immer noch das mit dem was anzünden, was brennt. Weil das ist keine Fluchtreaktion, die beim Wolf einen Verfolgungsinstinkt auslöst, das heißt renn hinterher und frissen. Es ist keine Angriffsreaktion, die ein ich muss mich verteidigen, also friss ihn, sondern es ist einfach völlig unzuordnenbar. Und was macht ein Wildtier, wenn es in eine Situation kommt, in der es überhaupt nicht weiß, was gerade geschieht? Es haut ab. Normalerweise. Wie gesagt, das muss nicht funktionieren. Aber was auf keinen Fall eben passieren dürfte, ist, dass es dann zum der Feuerquelle, die ihr darstellt, weil ihr das Feuer entsprechend in der Hand haltet, hinrennt und die Feuerquelle angreift. Das ist Quatsch. Da würde wirklich völlig jede Logik dahinter fehlen, warum das Tier das dann tun sollte. Das brennt nicht lange, aber es ist kurz mal da gewesen. Es hat eine kleine Feuerexplosion in Anführungszeichen stattgefunden. Also jetzt im Fall dieser Streichhölzer brennen die nicht lange, wenn man halt was Größeres Brennendes dabei hat. Besagte Magnesium-Seenotsrettungsfackel. Wollte ich mir jetzt nicht extra kaufen für dieses Video. Dann ist das halt nochmal ein bisschen eindrucksvoller, aber der große Vorteil besteht halt darin, es muss zwar nicht funktionieren, aber es kann funktionieren und es besteht kein Risiko. Also es kann die Situation eigentlich nicht verschlechtern, sowas abzubrennen. Das ist der wesentliche Knackpunkt, auf den ich jetzt hinaus wollte. Und ich hoffe, das ist in einem einigermaßen nachvollziehbaren roten Faden jetzt der Fall gewesen. Ich bin mal wieder geistig ein bisschen abwesend, wollte aber trotzdem noch schnell eben dieses kleine Video drehen. Da ist ganz schön was los beim Eichelherr. Ich glaube, der mag mich nicht. Dann gehe ich jetzt mal lieber nach Hause, bevor er durchdreht. Und ich ihn mit Feuer vertreiben muss. Macht's gut.